Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Ganz genau, zwei lustige Aufziehautos. Pullback 42090 und 91. Getaway Truck und Police Pursuit. Ja, ganz genau, so ist es. Einer flieht, einer verfolgt. Klassische Sache, vielleicht auch umgekehrt. Je nachdem, wie man mag. Ist ja ein Klassiker in der Pullback-Welt von Lego. Es ist die Technikwoche, ihr wisst Bescheid. Ich stelle euch die Sachen vor, die 2019 neu auf den Markt kommen. Am 27.12.2018 starten sie bei mir auch im Laden. Wir sind jetzt mal in der 20-Euro-Klasse angekommen, UVP. Ist natürlich ein wenig günstiger im Handel. Und wie immer wisst ihr, jedes Jahr gibt es zwei neue Pullback-Autochen. Was machen die? Ganz einfach, wir ziehen sie zurück und schon fahren sie los. Unendlicher Spielspaß, man kann sie wegfahren lassen. Man kann sie aber auch rumdrehen. Und dann kann man spielen, auch wenn man alleine ist. Die kommen immer wieder zu einem zurück. Ist es toll. Wir haben jetzt nur noch gut 120 Teile. Letztes Jahr waren es gut 130, davor waren es gut 140 und so weiter und so fort. Der Preis bleibt gleich, ihr kriegt immer weniger. Das ist leider so. Wir haben einmal Dark Azure Weiß, einmal Schwarz Dark Bluish Gray. Dass das größer ist und dass das super ist, wisst ihr wahrscheinlich sofort schon selbst. Der Vorteil hier ist natürlich, ihr kennt diese Paneele aus dem blauen Elend zum Beispiel. Manche Liftarme hier kommen aus der Rennjacht raus. Ihr könnt damit natürlich euren Bugatti veredeln. Ganz viele tolle Abenteuer könnt ihr erleben. Wenn ihr Dark Azure Modelle zu Hause habt und ihr wollt sie umbauen in irgendeiner Form, habt ihr hier vielleicht nochmal zwei, drei Teile mehr. Hier drüben sind natürlich die Verwendungsmöglichkeiten mannigfaltig. Hier hinten haben wir diese kurzen Paneele, davon vier Stück. Die kennt ihr aus dem 42069 und aus dem 82er Kran. Da sind es seitlich diese beiden kleinen Verstaufächer, die man öffnen kann. Neu und großartig sind hier vorne diese Paneele in Dark Blue Gray. Spitzenklasse. Die gesamte Technikwelt wartet darauf, dass Dark Blue Gray viel stärker vorkommt. Vielleicht haben wir ja mal Glück und es wird einfach ein ernsthaftes Modell in Dark Blue Gray auf den Markt kommen. Möglicherweise. Vielleicht kommt es ja mal. Es gibt doch überall draußen diesen lustigen matten Lack, den sich die Leute draufziehen lassen für einen Haufen Geld. Und der ist ja häufig so. Also warum nicht? Naja. Messen wir doch mal kurz, was uns Lego hier beschert. Mein Hightech-Feature wird wunderbare Dienste leisten. Wir kommen auf 20 cm und gut 18. Schlappen 10, da es die gleiche Achse ist, auch 10. Höheflügelchen, na so 6. Kabäuschen 8. Das ist eigentlich alles. Wir können jetzt noch mal ein bisschen gucken. Das ist so eine Soft-Axle, die gibt es in 42077 auch. Hier unten sind ein paar nette lange Liftarme in Light Blue Gray. Vollkommen schwachsinnig sind hier hinten zwei braune Achsen drin, um den Flügel zu befestigen. Vollkommen absurde Idee. Vollkommen absurd, da diese zwei braunen Achsen reinzupacken. Kein Mensch weiß, was die da sollen. Mehr oder weniger, der Rest ist basic. Also hier ist jetzt nichts dran, was irgendwie was passieren kann. Hier haben wir, um uns zu ärgern, noch einen kleinen roten Connector eingepflanzt in die Mitte. Ansonsten ist das natürlich farblich wesentlich stimmiger, kein Blödsinn drin verbaut. Der Dark Bluish Gray Pullback Motor, das ist der hier, passt sich natürlich wunderbar der Farbgebung an. Wir haben die dicken Reifchen, wir haben hier die Rennreifen, das ist auch der Klassiker, gibt es jedes Jahr wieder. Zack und Bums war auch immer noch beste Namensgebung ever. Gibt es den einen, der ist ein bisschen mehr für die Straße, der andere ist ein bisschen mehr fürs Gelände. Das ist der übliche Schnickschnack. Was ich sehr nett finde, weil das ja meine Hauptverwendungsempfehlung für diese Pullbacks ist, abgesehen vom Ausschlachten, was sich aber wegen des schlechten Preis-Leistungs-Verhältnisses in dieser 20-Euro-Klasse nicht wirklich anbietet, ist ja, dass man diese Autos kleinen Kindern gibt. Nicht den unter Dreijährigen, die verschlucken sich sofort alle tot, sondern bei denen, die noch nicht in der Lage sind, Technik zu bauen, aber ein bisschen zu dappig sind noch, um mit den City-Sachen so zu spielen, dass sie am Stück bleiben. Da kann man natürlich Juniors kaufen, oder wie sie jetzt heißen, 4+. Ein Marketing-Genie, ein Stratege, hat sich jetzt überlegt, dass wir dieses umbenennen müssen. Ja? Juniors wird das doof, wir nennen es 4+, ab jetzt wird die Serie wunderbar laufen. Und da gibt es größere Elemente, die sind ein bisschen leichter zu bespielen, leichter aufzubauen. Wenn es runterfällt, kann man es zügiger reparieren, es gibt nicht sofort irgendwie einen kompletten Wutanfall, wenn der Helikopter runterrauscht. Der Vorteil an den Dingern ist, dass hier überhaupt nichts locker ist in irgendeiner Form. Hier ist nicht mal mehr dieser Motorblock, den es bei Zack und Bums gab, wenn die zusammengerauscht sind, dass da irgendein Action-Feature war, dass der wegspringt, sondern hier, das sind einfach Blöcke. Da fällt nichts ab. Klar kann man irgendwie dran ziehen, bis man hier das mal abkriegt, aber ganz ehrlich, da muss man koordiniert an der Ecke ziehen. Das passiert nicht aus Versehen.
Und das Ding kann einen Tisch runterfallen, da fährst du gegen die Wand, das ist alles völlig egal, das Ding bleibt am Stück. Das hier kann man dann bauen, können die Eltern bauen, können die älteren Geschwister bauen und der kleine Wurm oder die kleine Würmin kann damit spielen. Wunderbar. Und es ist super und es fährt dann weg und man kann das schnell, man kann es langsam fahren lassen, man kann sich's wiederholen, man kann die gegeneinander fahren lassen. Unendlicher Spielspaß. Dafür sind die Dinger gut. Wie schon eben kurz angesprochen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich miserabel. Das ist so. Man kann jetzt in der 20-Euro-Klasse das Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso grundsätzlich schlechter als in der 40, 60, 80, 100-Euro-Klasse. Normalerweise hin und wieder, wie gesagt, wieder die riesen Klöpper da bei Lego, die Aston Martin oder sowas. Preis-Leistungs-Verhältnis grottig. Obwohl er groß ist, darf natürlich überhaupt nicht vorkommen. Passiert aber leider. Bugatti, Preis-Leistungs-Verhältnis grottig, darf auch nicht vorkommen. Bei so kleinen Modellen ist es aber so, es gibt Grundkosten für jedes Modell, die sind einfach da und das schlägt sich natürlich bei einem 20-Euro-Modell ganz anders nieder. Dazu ist hier dieser Pullback-Motor drin, von dem Lego glaubt, das wäre immer noch ein Hightech-Teil und die berechnen das ziemlich stark. Deswegen kriegt man beim 20-Euro-Modell nur noch 120 Teile. Das finde ich ziemlich schwach, aber was soll's. Der Vorteil ist, dass sie so stabil sind und dass hier kein Schnickschnack mehr dran ist. Sie hätten jetzt noch 50 Deko-Teile pro Set dran kloppen können, das wären wahrscheinlich die, die wegfielen. Bisschen doof. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass die nächstes Jahr, wenn sie es nicht mehr hinkriegen, also wenn die unter 100 Euro, unter 100 Teile für die 20 Euro fallen, können sie es auch irgendwann lassen. Weil dann wird es albern. Ich meine, an dem Ding ist nichts mehr dran. Ne? Nicht, also, ich wüsste jetzt nicht, was man noch weglassen könnte, damit wir irgendwie unter die 100 Teile kommen. Und dann kannst du irgendwann das System einfach lassen. Ich gehe davon aus, sie werden dann auf 30 Euro springen mit den Dingern. Und dann haben sie wieder 200 Teile oder irgend sowas. Was meint ihr? Ich finde, für den Zweck sind es okay. Guckt, dass sie im Markt bei 15 sind. Ich werde am Anfang wahrscheinlich wieder ein Kombinationsangebot haben, 30 für beide. Ich musste mal gucken, wann mich Lego damit beliefert, dass ich auch nachkriege. Kann sein, dass dann das Angebot dann irgendwie Mitte Januar oder sowas startet. Wenn ich mal eine größere Menge habe, dann 30 für beide. Habt ihr 15 Euro pro Ding und dann ist es okay, finde ich. Pullback-Motor 120, 130 Teile knapp. Pullback-Motor 15 Euro ist okay. Der Spielspaß ist da und hier vor allem bei dem sind es die super Teile. So ist es. Ach so, ja klar, hier sind Aufkleber dabei. Das hier in der B-Modellwoche werde ich es euch zeigen, ist das etwas merkwürdig aussehende Zusammenspiel beider Sets. Es gibt kein B-Modell, sondern nur diese Kombination von beiden. Wir werden das zusammen erforschen. Es wird so spannend. Habt eine tolle Adventszeit. Genießt es, kommt gut durch die Feiertage, hoffentlich hilft euch meine Technikwoche ein wenig zu unterhalten und dann wird das alles ganz wunderbar. Falls ihr noch ein Set braucht, kommt bei mir im Laden vorbeigehüpft. Wir finden bestimmt etwas. So machen wir es. Macht's gut, bis bald.